Fahrräder, Wasser, Kanäle und Brücken. Unschwer zu erkennen, wir sind in Holland und haben unsere Delia 25 gleich mal mitgebracht. Allerdings auf einem geliehenen Anhänger, denn der alte Trailer, der beim Kauf mit dabei war, passt gar nicht zum Gewicht der 25er. Daher muss etwas Neues her. So, endlich sind wir hier in Holland angekommen. Wir sind in Alphen am Rhein, sind jetzt bei der Firma Van Klaas und schauen mal, ob wir einen neuen Trailer kriegen für unsere Delia 25. Wir gehen einfach mal rein, schauen, ob wir es hier an den Geschäftsführer treffen. Ja, und der kann uns sicherlich ein bisschen was erzählen. Hübsch, aber vielleicht etwas klein. Ah, heißt Jan. Grüß dich, gut, geht's dir auch gut? Ja, super. Ich habe dir jetzt mal unser Schätzchen mitgebracht. Unsere Delia 25 steht hier hinten auf dem Hof. Ne? Und ich bin gespannt, was du für uns hast. Doch bevor wir den neuen Trailer begutachten können, zeigen wir Stian erst einmal das Refit-Objekt. Denn das Unterwasserschiff kannte der bisher nur von Fotos. Konntest du denn damit schon irgendwie was anfangen? Oder sagst du, du brauchst da eigentlich noch ein bisschen mehr? Oder? Normalerweise können wir damit sehr viel schon sagen. Aber immer ist die Frage, stimmen die Daten? Gewichte sind oft höher. Ja. Auch die Bemaßungen sind ganz oft doch nicht komplett oder ist noch ein Außerborder dahinter oder steckt noch etwas aus. Okay. Das sind alle von solche Punkte, die muss man überprüfen. Wenn man das nicht vorher macht, hat man ganz oft dann letztendlich eine Kombination, die nicht offiziell am Straß fahren kann. Ja. Oder Das heißt, es war im Prinzip auch ganz gut, dass wir mit Boot zu dir gekommen sind, damit wir hier vor Ort bei dir auch noch den Trailer anpassen können, ja, gucken können, dass auch wirklich alles stimmig ist. Es sollte sehr schön sein, wenn mehr Leute das so machen. Ein Besuch im Werk von Van Klaas lohnt sich dabei allemal, denn der Blick hinter die Kulissen offenbart das Besondere. Der Bau von maßgeschneiderten bzw. geschweißten Trailern, ganz nach den Wünschen und dem Geldbeutel der Kunden. Ich sehe jetzt hier viele Rohre und so weiter, aber das kann doch nicht alles sein, dass du da Trailer draus bauen kannst, bei den vielen Möglichkeiten, die du hast. Du hast mir heute noch erzählt, du hättest irgendwie 100.000 verschiedene Varianten auf Lager, die machbar sind. Aber das kannst du doch nicht hier mit so ein bisschen Rohr machen. Ja, durch dich zu kombinieren und die modularen Teile auf eine andere Methode zu schweißen oder aneinander zu montieren, können wir ungefähr in Allgemeines mit Custom- und Standardträger zusammen über ein klein bisschen über 100.000 verschiedene Bootsträger-Versionen bauen. Und das macht es für uns sehr einfach, um maßgeschnitten etwas auszuliefern von uns aus, unsere Standardteilen. Und dann können wir damit, das ist die Hauptgedanke, mit die gleichen Teile, so auch für eigentlich ganz normales Geld, doch ein sehr maßgeschneidertes Produkt ausliefern. Die noch junge holländische Trailerschmiede baut übrigens mit einem ziemlich edlen Werkstoff, Edelstahl. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen kann der Trailer später noch verändert werden, also geschweißt, abgesägt, was auch immer nötig wäre, um ihn an ein neues Boot anzupassen, ohne dass er danach neu verzinkt werden müsste. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, das Gewicht. Warum ist Edelstahl leichter als verzinkter Stahl? Zum Beispiel, hier steht ein Trailer und das Rohr hier ist gefertigt von 120, 40 und dann 3 mm dick. Okay. Genauso wie vielen am Markt gebaut werden, ja, aber dann versinkte Stahl. Aber das Rohr hier, das Längsträger, ist, wenn man das genau gleiche Rohr in Stahl nimmt, ja, und dann Konstruktionsstahl, S335, dann ist Edelstahl schwerer. Okay. Nicht viel, boom, hinter der Komma, nicht viel, aber schwerer. Ja. Aber normaler Stahl muss man immer in ein Versinker nehmen. Korrosionsschutz. Und das bringt ungefähr 20-25% extra. 20-25% nur die Verzinkung? Ja, denn man hat die Leger an ein Gewicht und die Innenseite. Oh, das habe ich auch noch nicht gewusst. Nee, man lernt ja auch nie aus.
Ein weiterer Clou der Van Klaas Trailer: Nie wieder muss man beim Slippen eine Lichtleiste abbauen. Ja, wie war das damals noch? 1, 2 oder 3? Ob Sie richtig stehen, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Und das leuchtet nach 3 Jahren im Wasser immer noch. Denn Van Klaas verbaut wasserdichte LED-Lampen. Die sind sehr lange haltbar und gehen auch nicht, wie herkömmliche Glühbirnen, durch das Gerüttel der Lichtleiste auf der Straße kaputt. Außerdem kann man später immer noch problemlos etwas nachrüsten oder austauschen, dank solcher Clips, mit denen man sich einfach ins Kabel einklinken kann. Bei der LED-Technologie muss übrigens auch nicht mehr auf die Polarität geachtet werden. Jetzt sind wir aber gespannt, endlich unseren neuen Trailer zu sehen. Das Prachtstück steht in der Endkontrolle, in der alle Bauteile überprüft und das genaue Gewicht und die Stützlast dokumentiert werden. Das alles ist wichtig für die Zulassung, ebenso wie die Fahrgestellnummer, die hier eingestanzt wird. Beim neuen Doppelachse hat Stian Duivela extra ein bisschen Luft eingeplant, was das zulässige Gesamtgewicht angeht. Das steht jetzt bei 2750 Kilo. Bringt auch Komfort. Wenn alles an die Grenze ist, ja, dann wird das auch eine Kombination, die an die Grenze ist. Ja. Und mit Fahren, mit was an die Grenze ist, es geht. Ja. Aber das ist dann auch. Und mit Überkapazität hat man Spaß unterwegs. Und wenn man dann einen Notstopp machen muss, geht immer. Ja. Er hat noch Luft, er hat noch Kraft. Die Bremse sind nicht überladen, die Achse sind nicht überladen, er hat Luft. Der Trailer besitzt ein ausgeklügeltes Slip-System aus Rollen. Das früher nervige Gezerre mit dem Slipwagen entfällt. Es ist ein Rollersystem, das sich selber einstellt. So, es bewegt mit dem Schwerpunkt vom Boot. Ja. Und es folgt die Rumpfform, die bei jedem Boot anders ist. Ja. Die folgt da komplett. Ja. Und diese Rollen, die sind gemacht von einem Polyurethan-Schaum. Okay. So, die haben eigentlich einen sehr... Die sind schon schön weich, ne? Ja, die sind wirklich weich. Und was wirklich gut ist, die machen auch ganz weiche Kratzen oder Streifen. Ja. Okay. Weil es ein Polyurethan-Schaum ist. Ja. Und naja, nochmals, er bewegt mit und es kippt mit. Und weil es so ein großes Rad ist, rollt er super leicht und einfach. Ob das wirklich so einfach klappt, wollen wir ausprobieren. Also geht es mit Samtboot und Trailer zur eigenen Slipanlage. Hier werden zunächst die Maße abgenommen, damit die Positionen der Achsen und der Rollen auch stimmen. Praktisch, sollte es dabei noch klemmen, kann alles bewegt und verschoben werden. Immerhin wird unsere Delia später so manchen Kilometer auf der Straße zu bringen. Da ist es wichtig, dass sie bestens gebettet ist. Und tatsächlich, so ganz zufrieden ist der Chef noch nicht. Nee, so wie immer, dann kommt das zusammen und dann sieht es eigentlich in Anfang, ups, hier muss noch etwas passieren. Und was wir hier zum Beispiel auch sehen, vordere Rolle, ja, kommen komplett nicht gegen Rumpf. Ja. Hinter kann man sagen, ja, da ist doch ein bisschen mehr Ballast, wollen wir eigentlich noch ein bisschen mehr Rollen haben. Ja. Ja, glücklich vom Höhe aus sind wir gleich gut. Wir haben schon bemerkt, die Stützlast ist noch ziemlich hoch. Ja. Und der Windestütz ist natürlich komplett blöd. Blöd, aber nicht das Ende, denn jetzt kommt das modulare System ins Spiel. Zum Beispiel dieses Rohr hier können wir noch ganz einfach ein bisschen nach vorne schicken. Und dann nehmen wir noch so eine Traverse, bringen wir hier in die Mitte dran, können wir diesen rollen, nach der Mitte bringen und dann sind wir eigentlich wieder so, wie es sein muss. Auch die Stützlast ist noch zu hoch, ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko. So, wir müssen den Trailer auch auf diesen Punkt anpassen. Und das geht eigentlich nur, wenn wir die Achsstelle in dem vordere Richtung bringen, dann wird die Stützlast niedriger. Wenn wir die Achsstelle nach hinten bringen, wird die Stützlast noch höher. Jetzt ist sie schon ein bisschen zu hoch. Ich will auch das Schiff noch ungefähr 10-15 cm nach vorne haben. Sie wird eigentlich noch ein bisschen höher. So, das ist der erste Step, auf die richtige Position bringen. Und wenn dann alles richtig ist, dann messen wir dem Stützlast und passen wir dann die Achsstand an, dass es wieder ist, was dem Zugfahrzeug am besten hätte und niemals die 150 Kilogramm überschreitet. Wie gut, dass wir die Delia mitgebracht haben, denn nur so kann der Trailer perfekt werden.
Am folgenden Tag waren die Trailerbauer bereits fleißig und die Delia ist bereit fürs erste Probeslippen. Durch die V-förmige Einschwimmhilfe zentriert sich das Boot selbst auf dem Anhänger und dank des Rollensystems und der Winch flutscht es beim Aufslippen ohne große Kraftanstrengung. In der Regel benötigen die Trailer-Experten einen Tag, um so einen Anhänger an das jeweilige Boot anzupassen, zu testen und zu verändern. Die hydraulische Slipbahn kann dabei verschiedene Winkel simulieren, damit Überraschungen auch später ausgeschlossen sind. Natürlich kann sich bei unserer Delia noch etwas ändern, wenn erst der Kiel und der Innenausbau wieder drin sind, aber auch das ist kein Problem, denn dann stehen wir wieder bei Stian vor der Tür und lassen die Fachleute ran. Eine Woche später sind dann auch Schild und Papiere fertig und die Delia ist sicher verpackt. Ab jetzt sind wir wieder autark und können sie hinziehen, wohin wir wollen. Zumindest zu Lande geht es also wieder flott voran.